Euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich einen Döner esse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, zuerst packe ich den Döner aus. So, das ist der Döner. Der ist schon ein paar Stunden alt. Ich habe mir heute Mittag 2 Stück geholt, aber ich habe bisher nur einen gegessen. Und wirklich Hunger habe ich jetzt nicht. Aber extra, um dieses Video aufzunehmen, packe ich jetzt den zweiten Döner aus. Packe den auf den Teller. Und jetzt kommt die Gabel zum Einsatz. Und so wird ein Döner gegessen. Und das mache ich so lange, bis die ganze Füllung hier leer ist. Und wenn die Füllung leer ist, dann esse ich das Brot. Und zwar genau so. Andere Leute würden einen Döner so essen. Aber das kann ich nur machen, wenn der Döner so kalt ist wie jetzt. Weil sonst, wenn der warm ist, würde mir alles rausfallen. Und deswegen esse ich Döner, wenn der frisch ist, mit einer Gabel. Und manchmal auch, wenn er kalt ist. So, das wollte ich euch einmal demonstriert haben, wie ich einen Döner esse. Wie ihr seht, der Döner ist auch richtig gut gefüllt. Und deswegen, wenn der frisch ist, würde mir sonst alles rausfallen. Und deswegen ist so eine Gabel echt praktisch beim Döner essen. Kann ich euch nur empfehlen. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.